Moin moin Leute, ich bin Lukas Brain oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Beyond the Edge of Olsgard. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben mit Finn und haben als große Aufgabe bekommen, weiterhin unsere Eltern zu suchen. Denn es ist ja momentan so, dass in Velehill angeblich die Wölfe ausgebrochen sind und alles hier terrorisieren wollen. Aber ich bin ja immer noch der Meinung, dass ich glaube, dass es nicht die Wölfe waren. Aber schauen wir doch heute mal rein, was wir Neues an Infos bekommen. Wir waren zuletzt hier in diesem kleinen Wirtshaus und haben uns schon so ein bisschen mit allen Leuten besprechen können und auch so ein paar Tipps kriegen können. Ebenso wissen wir, dass der liebe Dogomir jede Fährte aufnehmen kann, also falls wir irgendeine Fährte brauchen. Und wir wissen noch, dass das liebe Frettchen für uns auch einen Schal hätte, wenn wir diesen denn benötigen. So, hier hinten geht's zur Küste und hier geht's zum Tal der Elstern. Und ich meine mich fast zu erinnern, dass es in der Demo das Tal der Elstern noch nicht gab. Das sieht sehr danach aus, dass ich das noch nicht gesehen habe. Oh ja, der erste neue schöne Bereich. Ich freue mich tierisch. Und ich glaube, das Wirtshaus war, also die Band war auf jeden Fall noch nicht da drin. Wie viele glänzende Wertgegenstände wohl schon in diesem kleinen Häuschen verschwunden sind. Und das glaube ich einige. Können wir dazu auch noch was sagen? Okay. Hier haben wir eine kleine Glocke. Hier oben ist eine kleine Elster, die am Rumhüpfen ist. Dann würde ich sagen, benutzen wir doch mal die Glocke, oder? Erst einmal auf den Fels klettern. Verdammt. Da kommen wir wahrscheinlich gar nicht mal so hoch, oder? Oder? Doch, schaffen wir. Sehr schön. Dann benutzen wir doch mal die Glocke. Ein Fremder bittet um eine Audienz. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Das ist aber ein gut aussehender Besuch. Euch Rehe sieht man hier recht selten. Danke, danke. Aufhören, bei sowas werde ich immer ganz rot. Aufhören. Bei sowas werde ich immer ganz rot. Wir sollten uns mal auf Kaffee und Kuchen treffen. Ihr bezahlt, versteht sich. Um ehrlich zu sein, ist das nicht der Grund, weswegen ich hier bin. Wie schade. Dann wollt ihr sicherlich all die Reichtümer sehen, die wir Elstern angehäuft haben. Auch das nicht. Oh, was? Was erlaubt er sich? Sorry. Um welche Unwichtigkeit handelt es sich denn? Um welche Unwichtigkeit? Könnte ich mir etwas Geld ausleihen? Wie ist die Lage hier so? Wir Elstern können uns keineswegs beklagen. Das ehrlich ist schön. Gesagt, verstehe ich den ganzen Zirkus nicht, den die Stadttiere veranstalten. Man sieht doch an uns, dass einem nichts passiert, wenn man sich einfach ruhig verhält. Aber so waren die Stadttiere schon immer. Sie sollten öfter mal ihre Goldmünzen zählen. Das beruhigt stets die Nerven. Natürlich, natürlich. Passiere ist etwas Schlimmes zugestoßen. Meiner Familie. Meiner Familie ist etwas Schlimmes zugestoßen. Etwas genauere Informationen, bitte. Meine Eltern sind spurlos verschwunden. Und ich suche sie überall. Habt ihr Elstern vielleicht etwas gesehen? Wir haben durchaus mitbekommen, dass seit kurzem recht viele Tiere entführt worden sind. Ich möchte ja nur ungern Stirnfalten auf eurem schönen Gesicht erzeugen. Aber gesehen haben wir leider nichts. So, so. Habt ihr vielleicht eine Vermutung? Habt ihr vielleicht eine Moment, wo? So. Ich wollte gerne noch. Vermutung? Nun, man munkelt überall, dass die Wölfe etwas damit zu tun haben. Aber seien wir mal ganz ehrlich, es ist doch schon längst zur Mode geworden, die Wölfe zu Sündenböcken für jedes Unheil zu deklarieren. Die das, Wölfe das ist genau das, was ich meine. Pack sein. Ein ungebildetes und unkultiviertes Pack. Ruhe da drüben. Jedoch muss ich sagen, dass wir Elstern in all den Jahren nie Konflikte mit ihnen hatten. Ich würde sogar behaupten, etwas anderes ist hier im Busch. Aber genauer habe ich mich damit nicht auseinandergesetzt. Ich habe anderes zu tun. Meine herrlichen Goldmünzen. Natürlich, natürlich, natürlich. Alleine. Ich finde ehrlich gesagt verrückt, dass sie Goldmünzen hat und nicht Silbermünzen. Ich meine, klar, Goldmünzen sind mehr wert, aber glänzt Gold wirklich so viel schöner als Silber? Ja, offensichtlich, natürlich. Es ist früh morgens für mich, okay. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Könnt ihr mir vielleicht helfen? Der nimmt sich aber ganz schön was heraus. Ich muss mich entschuldigen. Ich habe gerade viel zu tun. Um diese Uhrzeit bin ich für gewöhnlich damit beschäftigt, mich an meinen glänzenden Reichtümern zu ergötzen. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? Voll und ganz. Ganz sicher, dass ihr nichts davon sehen möchtet. Das Gefunkel unseres Geschmeides bringt euch sicherlich wieder auf andere Gedanken, bis eure Eltern zurückgekehrt sind. Was habe ich hier eigentlich erwartet? Reden wir über etwas Schöneres. Könnte ich mir hier etwas Geld ausleihen? Könnte ich mir hier etwas Geld ausleihen? Ihr habt doch sicher genug und könnt einem armen Schlucker wie mir unter die Arme greifen. Was muss ich da hören?
Wie bitte? Sehe ich so aus, als hätte ich die Spendierhosen an? Ach bitte, nur eine Münze. Definitiv nicht. Hosengröße Zirkuszelt war wohl gerade ausverkauft. Eine mit dem Aufdruck Vollpfosten würde dir super stehen. Ach bitte, nur eine Münze. Hier wird gar nicht erst gebettelt. Genau, so etwas sehen wir überhaupt nicht gern. Na gut, ich hab schon verstanden. Jeder muss sich um sich selbst kümmern. Natürlich, selbst natürlich. Ein bescheidenes Tier wie ich musst du von Anfang an lernen, aus eigener Kraft im Leben vorwärts zu kommen. Warum glaube ich ihr das nicht? Stellt euch das vor. Mit nur einer Million Goldmünzen musste ich mich von klein auf durchschlagen. Das dachte ich mir. Könnt ihr was denn, wenn wir wirklich mal sowas sagen wie definitiv nicht? Hosengröße Zirkuszelt war ultra ausverkauft. Na gut. Ich hab schon Das will er gar nicht sagen. Was ist mit dem hier unten? Eine mit dem Aufdruck Vollpfosten. Na gut. Ich hab jeder Die Zeit drängt. Ich muss weiter. Sicher, dass ihr nicht doch noch einen Blick auf unsere glitzernden Reichtümer werfen wollt? Ich verzichte. Danke. Typisch Waldbewohner. Aber das ist ja schon mal gut zu wissen, dass wir uns überhaupt... Diese Elstern sind genau die kleinen Egozentriker, für die ich sie schon immer gehalten habe. Das ist ja schon mal gut zu wissen, dass wir überhaupt uns die verschiedenen Reichtümer von denen anschauen können. So, wo möchte ich denn gerade hin? Ich möchte weg. Danke. Gehe zu Fahrt. Und? Gehe zu... Ja. Weg hier. Denn als nächsten Ort haben wir den Wald oder die Küste. Gehen wir doch mal an die Küste. Mann, ist das schön. An der Nordseeküste. Guck mal, das hier im Wasser hätte ich schon nicht gesehen im Classic-Modus, sage ich euch ehrlich. Nicht in dem Wasser. Genauso widerlich salzig, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich wollte nicht, dass du das trinkst. Salzwasser. Das hier. Hübsch, da ist eine kleine Muschel. Eine kleine Muschel? Können wir die Muschel öffnen? Es wäre wohl zu schön, wenn darin wirklich eine glänzende Perle wäre. Oh, da ist ja tatsächlich eine drin. Sachen gibt's. Eine glänzende Perle, hä? Huh? Könnte man vielleicht der Elster verticken, dass sie einem hilft, aber ich wüsste nicht, wie die uns helfen will. Wer ist denn Bolek? Ich möchte ihn eigentlich ungern wecken, aber ich möchte mit ihm reden. Nanu, was soll dieser Krach auf einmal? Mach dich runter von meinem Schiff, Junge. Und deinen komischen Zwilling da drüben kannst du auch gleich mitnehmen. Oh mein Gott. Ich liebe ihn. Ich bin Finn, du bist der Fährmann hier, oder? Ich bin Finn, du bist der Fährmann hier, oder? So ist es. Ich bin Bolek. Bolek der Fährmann. Eine Robbe der Tat und des Abenteuers zur See. Das ist ja toll. Wie viel kostet eine Fahrt? Das ist ja toll. Wie viel kostet eine Fahrt? Immer mit der Ruhe, Jungchen. Alter Mann ist kein Eilbotenkutscher. Ich muss dich jedoch enttäuschen. Mein Fährdienst hat auf unabsehbare Zeit geschlossen. Die See ist momentan zu unberechenbar. Selbst für einen mehr als kompetenten Seebären wie mich. So sieht aber weder du noch dein Boot aus. So sehen aber weder du noch dein Boot aus. Wie meinen? Dein Boot ist völlig verwahrlost und steckt im Sand. Wohl genauso tief, wie du in dein Metglas geschaut hast. Entschuldigung. Du hast ja recht. Dennoch kenne ich die umliegenden Meere wie jede meiner Speckröllchen. Aber momentan geht hier in der Gegend alles drunter und drüber. Was soll ich anderes tun, als mich hemmungslos zu betrinken? Hör mal, relatable. Lass uns... Welches Schiff? Hä? Welches Schiff? Na, du machst mir vielleicht Spaß. Riechst du nicht die salzige Luft der hohen See, wie sie durch die Wände meiner treuen SS-Wurmstich zieht? Wurmstich? Du bist in deiner Hütte. Du bist in deiner Hütte. Was? Wie? Stimmt. Diese See schafft es wohl immer wieder, mich zu täuschen. Dann muss dieses furchtbare Geschaukel wohl von etwas anderem kommen. Wenn ich den Lumpen erwische, der mir diese verhexte Schleudermatratze angedreht hat. Wovon redest du? Siehst du nicht, wie erbarmungslos sie sich dreht und mich armen, alten Kerl herumschleudert? Oh nein, jetzt geht es schon wieder los. Hilfe! Ich liebe es. Wie ist die See da draußen? Wie ist die See da draußen so? Lass dir eins gesagt sein, mein Junge. Keiner sieht die Meere so wie ich.
Okay. Bei dem Anblick glaube ich dir das sofort. Und ich kann dir sagen, dass die See von hier aus betrachtet momentan sehr ruhig scheint. Ja, würde ich mitgehen. Perfekte Verhältnisse, um ein paar zahlende Reisende von einer nahegelegenen Insel zur anderen zu verfrachten. Jedoch tun sich gerade ganz andere Probleme auf, welche die Kundschaft von mir fernhält. Mhm. Dein völlig wirres Geschwafel, deine betäubende Alkoholfahne, dein widerwärtiger Gestank nach überlagertem gesalzenen Hering. Oh, was passiert? Oh, was ist passiert? Momentan häufen sich Nachrichten von mysteriösen Geschehnissen. Nicht nur auf trockenem Boden bei euch Landratten, sondern auch auf See. Ein alter Saufkumpel, Freund von mir ist vor kurzem spurlos verschwunden, als er weit draußen unterwegs war. Wirklich? Das ist ja schrecklich. Sein Boot muss schon eine Weile herrenlos auf dem Meer herumgetrieben sein, bevor man es schließlich an einer nahegelegenen Küste fand. Man berichtet auch von seltsamen Schatten, die hier und da unter der Wasseroberfläche gesichtet werden. Ich sage dir was, mein Junge. Das sind auf jeden Fall keine Heringschwärme. Oh nein, das ähnelt ein wenig dem, was meinen Eltern wohl geschehen ist. Als ich heute Morgen an ihrem Haus war, schien sie ebenfalls wie vom Erdboden verschluckt zu sein. Das Haus gleicht nach wie vor einem Trümmerfeld. Wir müssen zusammenhalten. Ist der wieder eingeschlafen? Etwas Schreckliches geht hier gerade vor sich. Gab es ein Lebenszeichen von deinem Kumpel? Vielleicht gibt es Hoffnung für alle, die schon verschwunden sind. Hallo? Heringe. Moment, wo war ich stehen geblieben? Ich sage dir, dass ich dieser Sache gern auf den Grund gehen würde. Sobald ich wieder ein repariertes Boot habe, oder besser noch, Reparaturwerkzeug, oder Geld, mit dem ich erst einmal solches Werkzeug kaufen könnte, Kundschaft, durch die ich überhaupt erst etwas Geld bekäme. Ach, es ist doch zum Mäusemelken, verflixt nochmal. Mäusemelken. Hast du eine Vermutung, um was für eine Bedrohung es sich handelt? Viele Tiere haben die Wölfe im Verdacht. Aber die Schatten unter der Wasseroberfläche sprechen deutlich dagegen, finde ich. Oder haben die Wölfe neuerdings etwa Unterseeboote? Kleine U-Boote einfach. Genug davon. Von dem Thema kriege ich schlechte Laune. Du hast bestimmt tolle Seebärengeschichten auf Lager. Klar. Lass mich dir die Geschichte erzählen, bei der selbst die hartgesottensten Seemänner bis heute zu zittern beginnen. Ei. Ein andermal vielleicht. Warum? Schieß los! Vor circa 30 Jahren heuerte ich auf der SS Entenschreck an. Wir waren eine kleine Mannschaft auf der Suche nach einer uralten Schatztruhe, die irgendwo in einem unkarierten Bereich des Meeres versteckt war. Mitten in jenem Bereich stießen wir mit unserem Schiff auf eine Insel. Blauäugig wie wir waren, gingen wir an Land. Jedoch warnte man uns schon seit der Planung der Reise vor dem unheilvollen Blöken, das man dort gelegentlich hören sollte. Auch wir hörten es, als wir an Land gingen. Mö, mö. Ein Vorbote großer Gefahr, sagte man. Wir ignorierten es und fanden nach ein paar Stunden und einer entfernten Höhle die besagte Schatztruhe. Als wir mit der Truhe wieder unser Schiff erreichten, erkannten wir das Unheil, in welchem wir uns längst befanden. Tausende von Riesenschafen mit nasser, vollgesogener Wolle lärmten an der Küste. Der Meeresspiegel befand sich mindestens 5 Meter tiefer und der Kiel des Schiffs lag auf dem Trockenen. Es gab keinen Zweifel daran, dass es sich hier um die legendären Schwammschafe handeln musste. Ernsthaft jetzt? Wir hielten sie bis dahin nur für ein Märchen, entstanden an Kneipentischen. Aber hier Schwammschafe sie sich als grausame Realität. Diese verfluchten Schafe saugten den Ozean regelmäßig mit ihrer Wolle auf. Wie denkst du, entstehen sonst Ebbe und Flut? Was für ein unglaublicher Schwachsinn! Ruhe! Die Biester drohten, ihr größtes Schaf mit der meisten und dicksten Wolle auch noch ins Wasser zu schicken, wenn wir den Schatz nicht da ließen.
Um eine ökologische Katastrophe natürlich zu verhindern, befolgten wir ihren Befehl und machten uns aus dem Staub. Bis heute verfolgen jeden meiner Mannschaftskollegen furchtbare Albträume, in welche die Schwammschafe wiederkehren und den Schiffen einfach das Wasser unter dem Kiel wegsaugen. Nette Geschichte, aber an dem Spannungsbogen musst du noch arbeiten. Oh, großartig. Was für ein Schwachsinn. Schönes Achievement. Ich muss wieder los. Gib Acht, Jungchen. Wir haben stürmische Zeiten. Jo. Öffnen wir doch mal den Asche Ofen. Werde ich da drin nichts finden. Was haben wir hier sonst noch so? Geh zu Bilder. Können wir uns die anschauen? Was für ein schönes Bild. Eine grüne Wiese, tief im Schatten von gigantischen grauen Bergen. Moment mal, das sind gar keine Berge. Das ist Bolleks Familienporträt. Oh nein. Okay, wir haben sein Fenster. Ich kann die gesamte Küste von hier überblicken. Hübsch. Da haben wir noch einen Schrank. Können wir den öffnen? Nur Seemannsgerümpel drin. Okay. Und hier haben wir noch ein Fenster. Das würde ich mir auch gerne anschauen. Ich kann die gesamte Küste. Okay. Und da ist auch noch ein Schrank. Verschlossen. Soll mir aber recht sein. Besser ist das. Nun gut, gehen wir erstmal raus von dem wunderschönen Zuhause von Bolleck. Der gute Bolleck. Gehe zu Erdhaufen. Beim Erdhaufen werden wir, glaube ich, erstmal ein nichts machen müssen. Ein enormer Haufen aus Felsen und Dreck. Der liegt hier sicherlich nicht zufällig herum. Oh, meinst du, da muss man nicht was machen? Wir nehmen uns mit Dreck. Huf bekomme ich die. Okay. Wir haben derzeit ja noch keine Schaufel oder so. Hier ist übrigens ein Boot. Mit diesem Boot kommt wohl niemand mehr weit. Es ist von hinten bis vorn morsch und gleicht eher einem Schweizer Käse als einem Wasserfahrzeug. Na super. Gehen wir mal zur Grotte. Ich meine, mich in der Demo daran erinnern zu können, dass wir hier irgendwas machen mussten mit diesen Leuchtkäfern und so, damit wir dann eine Lampe haben, später in der Höhle, etc., etc. Aber reden wir erstmal mit dem Waschbären mit Glas. Grüße. Psst, ich bin ein Stein. Ein Stein, so siehst du aber nicht aus. Ein Stein? So siehst du aber nicht aus. Nein, du verstehst nicht. Das ist meine Taktik. Hä? Ich versuche schon seit 3 Tagen, einen dieser leuchtenden Käfer zu ergattern. Aber diese Tierchen sind so furchtbar scheu. Wenn ich mich lange genug hier aufhalte und mich nicht bewege, denken sie sicherlich, dass ich ein Stein bin. Natürlich. Sobald einer der Käfer auf mich krabbelt, schlage ich zu. Pfiffig. Das ist die bescheuerste Taktik, die ich je gehört habe. Oh, super. Hat es schon geklappt? Leider nicht. Aber meine Stunde wird kommen. Vielleicht schon morgen. Oder vielleicht übermorgen. Oder am Tag danach. Natürlich. Du erreichst mal Großes, mein Freund. Definitiv. Kannst du mir sagen, was hier los ist? Kannst du mir sagen, was hier los ist? Die Tiere in der Stadt machen ein riesiges Theater. Alle rennen nervös durch die Gegend wegen so einer komischen Panikmache. Die Wölfe sind wieder unterwegs, sagt man. Die bösen Wölfe zerstören unsere Bäume und Häuser, sagt man. Ich sage, kommt alle mal runter, meine Güte. Nice. Weißt du etwas über die Wölfe? Weißt du etwas über die Wölfe? Ach, jetzt hör mir doch bitte damit auf. Das möchte ich nicht unbedingt Wölfe hören. Wölfe hier, Wölfe da, Fidi Ralala. Ich kann es schon gar nicht mehr hören. Dieses aufgebrachte Gegacker ist schlimmer als in jeder Hühner-WG. Also meinetwegen können mir die Wölfe gestohlen bleiben. Ich habe noch nie einen gesehen. Und das ist auch gut so. Schon mal drüber nachgedacht, dass der König vielleicht selbst hinter diesen Vorfällen steckt? Wird das jetzt ein Ausflug in finstere Verschwörungstheorien? Wird das jetzt ein Ausflug in finstere Warum sind wir nur noch ein fliegender Kopf? Es gibt vieles, das wir nicht wissen. Informier dich mal ein bisschen. Und das nicht nur über offiziell anerkannte Die da oben hätten genug Gründe, uns mit künstlicher Panik gefügiger zu machen. Und woher soll ich wissen, dass der König nicht vielleicht ein weltzerstörendes, schwebendes Thunfischcreme-Monster ist? Ich selbst habe ihn schließlich noch nicht mit meinen eigenen Augen gesehen. Kann alles sein. Kann alles sein. Ach komm, das glaubst du doch selbst nicht. Ach komm, das glaubst du doch selbst nicht. Naja, zugegeben. Manche Theorien hören sich wirklich etwas unsinnig an. Geheime Spatzenorganisationen in versteckten Waldgebieten sammeln Informationen über uns alle. Barden senden unterschwellige Botschaften, wenn man sie ihre Texte rückwärts singen lässt. Und ich habe mal gehört, dass unsere Welt angeblich rund sein soll. Nein. Stell dir diesen Käse nur mal vor. Stell dir vor. Das ist nicht.
Ja, gehen wir lieber wieder. Sind hier zufällig zwei Rehe vorbeigekommen? Sind hier zufällig zwei Rehe vorbeigekommen? Ich habe nichts gesehen. Wieso? Meine Eltern sind kürzlich verschwunden. Irgendetwas ist geschehen. Ach du Schande. Ich halte die Augen offen für dich. In Ordnung? Das aber lieb. Willst du dich nicht lieber in Sicherheit begeben? Willst du dich nicht lieber in Sicherheit begeben? Warum sollte ich? Dann würde ich doch genau das machen, natürlich. Was die da oben wollen. Die da oben. Oh, reden wir über andere Dinge. Reden wir über andere Dinge. Hat sich schon etwas getan? Und? Hat sich schon etwas getan? Ich glaube, dieser eine Käfer hat sich schon einen Millimeter in meine Richtung bewegt. Bald wird es soweit sein. Er wird komplett irre. Kann ich dein Glas haben? Kann ich dein Glas haben? Tut mir leid, aber das Glas ist außerordentlich wichtig für mich. Ich gehe dann mal wieder. Ich geh mal wieder. In Ordnung, aber sei etwas leiser. Natürlich. Schauen wir uns einmal das Gerümpel an. Wer muss hier wohl vor langer Zeit gelebt haben und hat seinen ganzen Krempel hier gelassen? Können wir irgendwas davon nehmen? Zu groß. Zu groß. Können wir die Fackel benutzen mit Leuchtkäfer? Steig auf die Fackel, kleiner Käfer. Er sieht unbeeindruckt aus. Wenn er auf das Holz klettern würde, hätte ich eine Art Laterne mit dem Käfer als Licht. Dann ist jetzt natürlich die Frage, was möchte der Leuchtkäfer wohl, damit er auf meine Fackel kommt? Weil momentan ist das ja eine ganz stupide Fackel und die sitzen einfach nur auf Steinen. Kann man eigentlich auch irgendwas miteinander kombinieren? Nein, ne? Doch. Die Perle ist zu schade, um sie hier zu benutzen. Okay, wir hätten auch eine Muschel, aber das bringt uns, glaube ich, auch nicht viel. Nun gut, ziehen wir erstmal von dannen. Und, ja, jetzt ist so langsam der Punkt, wo ich mich frage, wo geht's genau weiter? Gehen wir erstmal in den Wald. Da waren wir nämlich noch, also da kommen wir her, clearly. Aber wir sind hier ja noch nicht so wirklich gewesen. Zu diesem Rüpel von Baum hatte ich schon immer ein zwiespältiges Verhältnis. Hat sich einfach mit seiner Wurzel auf dem Weg breit gemacht und mich unzählige Male stolpern lassen. So gemein von dem Baum. Ich frage mich, ob wir hier hinten bei unserem Zuhause irgendetwas finden, was der Dogomir für uns erschnüffeln kann. Hineinzugehen wäre lebensgefährlich. Wohl wahr. Der Anblick bricht mir das Herz. Das ist wirklich ein bisschen traurig auch. Mensch. Haben wir denn irgendwas, was denen gehören könnte? Nö, ne? Nö. Ich muss herausfinden, wo meine Familie hingebracht wurde. Das stimmt. Da ist noch ein Baum, da ist die Hütte. Sonst haben wir hier auch nicht wirklich was rumliegen. Hier ist auch nichts in... Geh zu Spuren. Irgendetwas muss hier passiert sein. Die Erde ist noch frisch. Können wir davon was mitnehmen? Ich nehme mir mal etwas Erde aus der Spur. Sehr gut. Und mit diesen... Mit dieser Erde... Können wir ihn vielleicht dazu bringen, dass er das erschnüffelt? Ich liebe den Sound, wenn man es richtig macht. Oh, sehr schön. Ich rieche eine intensive und sehr seltsame Note bei allen Flöhen meines Urgroßvaters. Eigentlich bin ich bekannt wie ein bunter Hund für meinen Geruchssinn, aber ich kann die Note nicht zuordnen. Nicht schlimm, aber könntest du mir eine Fährte davon aufnehmen? Her mit dem Goldstück und dann mir nach. Bitte sehr. Okay, ihm nach. Immer der Nase nach. Dogomir, wo geht's hin? An den Ort soll's gehen, die Maulwurfminen. Okay. Die Spur führt genau bis zum Eingang der Maulwurfsminen. Was ist das für ein Ort? Die Maulwürfe haben hier vor ein paar Jahren Bergbau betrieben. Ruff. Allerdings war es hier nie so sonderlich ertragreich, wenn ich mich recht erinnere. Nun liegt die Mine still. Also muss ich wohl dort hinein. Ruff, sieht so aus. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Komm lieber wieder in die Stadt zurück und warte, bis der König die momentane Situation in den Griff bekommen hat. Und meine Familie im Stich lassen? Das machen wir nicht. Würde ich dir so gerne helfen. Aber hier draußen schlottern mir die Knie vor Angst. Geh zurück in die Stadt. Ich gehe der Sache allein auf den Grund. Na gut, ich wünsche dir alles Glück, das es gibt. Danke, Dogomir. Herzlichen Dank. Wie süß der gelaufen ist. So, was haben wir hier denn? Kleine Steinchen Irgendwer haben wir. Hat hier vor langer Zeit wohl ein paar Felsen zerschlagen. Okay, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Kann man immer gebrauchen.
Geh ans Meer. Ich kann sogar das Nachbarkönigreich von Velehill sehen. Da freue ich mich auch besonders drauf, weil ich finde, so Point-and-Click-Spiele werden an dem Punkt so richtig besonders, wenn man sieht, wie unfassbar groß eigentlich die Welt ist. Zum Beispiel bei Secret of Monkey Island konntest du ja irgendwann von Insel zu Insel und musstest auch von Insel zu Insel, um verschiedene Rätsel zu lösen. Ich bin sehr gespannt, was wir alles hier finden werden. Die Mine ist natürlich viel zu dunkel, um hineinzugehen. Oh, die Musik. Gehe zur Dunkelheit. Ich habe zwar heute Morgen noch nichts gegessen, aber das war definitiv nicht mein Magen. Das wäre ein sehr lauter Magen. Oh nein. Puh. Was für Puh? Das ist doch eingestürzt. Durch diesen schmalen Spalt kann ich mich noch hindurchzwängen. Das ist wirklich Puh. Sehr gut. Okay, die Felsen sind runtergekommen. Pass ich noch durch den schmalen Spalt hindurch. Okay. Aber hier wird er nicht weitergehen wollen. Ist das finster. Etwas Licht wäre nicht schlecht. Mhm. Okay, wir gehen erstmal hier raus. Kann ich den Stein... Woanders ist ein Stein sicher nützlicher. Vielleicht können wir das dem kleinen Waschbären geben, dass er etwas mit dem Stein macht. Oder wir legen den Stein hier hin, geben ihm den... Das ist wohl mit Abstand der langweiligste Stein, den mir je ein Tier gezeigt hat. Entschuldigung. Aber mach ruhig immer, was dich glücklich macht, Junge. Das ist ganz schön gemein. Benutze Stein mit Leuchtkäfer. Interessiert den Kleinen leider überhaupt nicht. Schade. Wäre schön gewesen. Interessiert. Das interessiert den auch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht ganz, was ich mit der Perle machen soll. Ich meine, sie glänzt. Dementsprechend bin ich mir sehr sicher, dass die Elster großes Interesse haben wird an dieser Perle. Ich wüsste aber nicht, was sie uns derzeitig gibt im Austausch. Naja, benutze Perle mit... Ja, mit ihm eigentlich nicht. Schaut mal. Was ist denn das? Es glitzert. Och, gar nichts. Nur eine verdammt schöne Perle. Bitte, zeig sie mir. Sprechrohr. Da komme ich nie heran. Aber vielleicht kann man es irgendwie nach unten befördern. Das wird wohl nichts bringen. Warum nicht? Könnten wir das nicht dagegen schmeißen? Nach unten befördern. Aber womit denn? Das wird wohl nicht. Das wird wohl nichts bringen. Man müsste quasi gegen den Baum rammen oder so. Und dann würde das Sprechrohr runterkommen. Aber was, wenn wir ihm die jetzt geben? Oh, was für eine wunderschöne Perle! Darf ich sie bekommen? Nein. Och. Ich weiß, was wir tun müssen. Wenn sie jetzt rauskommt. Dann hüpft die doch. Und? Na, ihr gut aussehen. ich gehe. Ich bin sicher, dass ihr nicht doch noch ein Ich. Nein, wir gehen. Und natürlich, mein. Meine Hauptgefiederte. Deswegen ist da auch dieses kleine Brett, was hochzischt. Das sind so diese ganz kleinen Kleinigkeiten. Jetzt ist mein geliebtes Sprechrohr weg. Naja, dann muss es wohl auch ohne gehen. Das ist so, sind so diese ganz kleinen Nuancen, die man sieht, während sie läuft, aber man würde nie so drauf achten. Oh, großartig. Die Frage ist, wo ist... Hier lag das Sprechrohr. Traumhaft. Damit haben wir jetzt ein Sprechrohr. Super. Ich habe noch keinen blassen Schimmer, was wir mit einem Sprechrohr machen wollen. Well. Nun gut. Wir haben auf jeden Fall einige neue Items bekommen. Können wir uns das mal angucken? Ganz schön Lärm machen. Wir können damit Lärm machen. Wer... Also ich meine, er schläft, der würde dadurch sehr gestört werden. Wer hätte denn sonst keine Lust auf Lärm? Ich glaube nicht, dass die Käfer davon interessiert sind, wenn wir das Sprechrohr hier benutzen. Interessiert. Nee. Wir haben jetzt ein Sprechrohr. Interessant. Nun gut, Freunde, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um den nächsten Part nicht zu verpassen. Und am Ende natürlich, sei es noch gesagt, euch fröhliche Festtage. Wir werden uns die nächsten Tage trotzdem in dem Projekt weitersehen. Aber ich wünsche euch traumhafte Weihnachten und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Brain, tüdelü mit Ü.